In der zweiten Folge von AdTech Tipps geht's um die App GarageBand. Wie immer könnt ihr alle Folgen unter bit.ly/AdTech Tipps anschauen. Viel Spaß! And it was not even your fault. Take me back to the start. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kurzen Video. Meine Schülerin wird euch gleich zeigen, wie man mit dem Tablet und der App GarageBand Musik komponieren und aufnehmen kann. Ja, also ich bin die Lena und bin 18 Jahre alt und besuche die 12. Klasse auf der Schule, an der Herr Spang unterrichtet. Und ja, ich wollte euch eben zeigen, wie man mit dem Tablet ein kleines Musikstück selber komponieren kann. Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Ja, und nun geht's auch schon los. Als allererstes muss man mal die App GarageBand starten. So, und ja, dann kann man auch schon loslegen und erstmal auf dieses wunderschöne Plus da drücken. Und somit halt einen neuen Song erstellen. Da hat man jetzt viele Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man einen Audiorekorder machen. Da kann man selber etwas sozusagen von außen aufnehmen. Aber GarageBand hat sozusagen auch in sich Instrumente, die man auch benutzen kann. Da gibt es einmal die Smart Instruments. Hier zum Beispiel Smart Drums, Smart Strings, Smart Bass, Smart Keyboard und Smart Guitar. Ich werde es jetzt einfach mal am Beispiel von Smart Keyboard zeigen. Also hier könnte man jetzt zum Beispiel bestimmte Akkorde angeben. Man kann die auch ändern, indem man auf den kleinen Schraubenschlüssel da klickt. Und wenn man jetzt zum Beispiel draufdreht, klang jetzt nicht so schön, aber es könnte theoretisch schön klingen. Und man kann halt noch verschiedene Einstellungen machen. Zum Beispiel kann man auch Autoplay machen, weil es ist ja ein Smart Instrument. Zu sagen, wenn man das auf die 1 dreht, würde das schon so klingen. Könnte zum Beispiel dann so klingen oder so oder so. Also da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Man hat auch hier oben nochmal die Möglichkeit, das zum Beispiel in eine andere Tonlage zu transponieren oder es zu quantisieren, also dass alle Töne gleich lang sind. Das ist eher das Problem, wenn man das jetzt selber so einspielen würde. Und beim Schraubenschlüssel hat man nochmal Möglichkeiten, zum Beispiel das Tempo zu ändern, eben auch die Tonart oder sogar den Takt. Außerdem kann man auch noch aus anderen Arten von Klavieren auswählen und das ist im Grunde bei allen Smart Instruments gibt es halt diese Möglichkeiten, diese verschiedenen. So, dann gibt es aber auch noch Instruments, die nicht ganz so smart sind, zum Beispiel das Keyboard, wo man halt wirklich einfach sozusagen einer Tastatur nachempfunden die einzelnen Töne spielen kann und eben, man kann da auch verschiedene Sachen einstellen, zum Beispiel kann man die Tastatur so zwei übereinander machen oder man kann sie auch kleiner machen, sodass man mehr Tonumfang hat. Außerdem kann man auch hier nochmal die Höhe ändern und halt auch ganz verschiedene Sachen noch machen. Also da kann man eigentlich ziemlich viel rumprobieren auch. Und ja, wenn man jetzt zum Beispiel dann was einspielen wollen würde, könnte man zum Beispiel loslegen mit einfach mit einem Klavier, so als Grundton. Und dann hat man ja hier auch den Takt festgelegt. Kann man zum Beispiel also ist jetzt ziemlich einfach so von du der Art. Du hast jetzt auch gleich schon eine Tonart, ne? Hab genau. Ich gesehen. Also jetzt irgendwie A-Moll oder so war das, ne? Ja. Also kann man halt auch rumprobieren. Man kann es natürlich auch einfach so nach Standard machen, wie man halt jetzt gerade die Akkorde da in vielen Popsongs auch hat. Mhm. Und dann kann man eigentlich ziemlich schnell, zum Beispiel wenn man, hat man jetzt diese Akkorde, kann man jetzt zum Beispiel noch die Gitarre dazu machen, irgendwie sowas auswählen. Und dann da hat man ja jetzt sogar schon etwas, was schon halbwegs nach was klingt. Mhm. Kann man noch auch ziemlich einfach dann zum Beispiel noch Drums drunter legen. Kann man jetzt auch selber einspielen, wenn man das möchte, aber kann ich nicht so gut. Deshalb mache ich immer lieber die Smart Drums, wo man eben auch hier wieder verschiedene auswählen kann und dann eben einfach das sozusagen da reinziehen kann. Hier kann man, desto mehr es nach hier geht, desto komplexer ist es, einfacher, lauter, leiser.
Und dann kann man zum Beispiel jetzt auch. Oder kann auch immer mehr dazukommen währenddessen. Und derart könnte man das auch zum Beispiel machen. Du hast auch noch Bassdrum und Snare, hast jetzt rausgelassen, ne? Sind die da so? Gesehen, die sind da. Gibt's. Genau. Ja, hier hast du die ganze Auswahl. Ne? Genau, hier sind auch einige mehr. Es gibt halt ja, bei jedem auch verschiedene Sachen, die man auswählen kann an den Seiten. Zum Beispiel hier gibt es noch eine Kuhglocke, wenn man das möchte. Also da gibt es auch wirklich viele Möglichkeiten. Außerdem hat man, das habe ich jetzt ganz vergessen, noch die Möglichkeiten Loops einzufügen. Ah ja. Das macht man, indem man hier drauf klickt, dann kommt man auf diese Anzeige und dann hier dieses wunderschöne Looping-Teil, wenn man da drauf klickt, kann man eben aus zum Beispiel den Apple Loops verschiedene Dinge auswählen. Sowas in der Art. Da muss man halt, die kann man sogar, glaube ich, von der Tonart her anpassen. Man muss halt immer gucken, weil die halt auch nicht immer passen. Und das sind schon voreingespielte Sounds, genau. Also Samples, ne? So Schnipsel. Eben. Kann man aber auch ganz viel, zum Beispiel kann man aus Instrumenten auswählen, da kann man zum Beispiel auch Holzblasinstrumente, die man jetzt eigentlich nicht mit GarageBand machen kann, sowas finden. Immer sehr beliebt, ne, die Flöten. Ja, das stimmt. Und eben halt dadurch so den Song noch ein bisschen aufpeppen. Und ja, dann kann man am Ende sozusagen, wenn man das möchte, man kann auch noch die einzelnen Töne bearbeiten, wenn man jetzt weitergehen will, kann man hier auf Bearbeiten klicken. Und dann hier sogar noch hier einzelne Tonlängen und so weiter nochmal individuell anpassen. Wenn man sich mal verspielt anpassen, hat oder genau. So. Tonhöhe ändern und die Länge, ne? Ist auch ziemlich praktisch. Ja, und wenn man dann fertig ist, kann man am Ende mit dem noch zum Beispiel reinsingen. So bräuchte man einen Kopfhörer. Und eben da auch mehrere Spuren machen. Und eben so einen kompletten Song erstellen. Okay, man könnte dann auch das Mikro, was wir jetzt gerade hier zum Aufnehmen haben, könnte man ans Tablet anschließen. Und dann klingt es auch besser, ne, wenn man dann singt, ne, vom Sound. Und was ich jetzt auch noch vergessen hatte, man kann auch, es sind ja jetzt hier nur 8 Takte, das ist dann eben ein Teil. Man kann auch einfach noch Teile hinzufügen oder eben auch den Abschnitt verlängern. Das heißt zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Strophe machen möchte, die 4 Takte hat, dann kann ich auch 4 Takte machen und den halt Abschnitt A nennen. Ja. Und sozusagen dann immer nochmal anfügen, wenn ich dann eine Strophe und so weiter habe. Also man kann dann quasi, Strophe, Refrain, so verschiedene Teile kann man machen. So, ne? Dass man es nicht immer nochmal neu machen muss, sondern halt einfach auch rein kopieren kann sozusagen. Okay. Und man kann es auch auf automatisch stellen, ne? Wenn man jetzt ein Interview aufnimmt. Kann man da, glaube ich, statt, ja, geht es automatisch. Ne? Und dann geht es halt. Dann wird es immer länger, bis das iPad voll ist. Ja. Wenn man so will. Und jetzt nimmst du uns mal was auf und dann zeigst du uns das? Oder? Ja. Ja? Ja, super. Ja, jetzt nehme ich gerade die Audio, also den Gesang auf. Da muss man immer gucken, wo das Mikro ist. Hier ist es jetzt da. So, das kleine Loch. Ein kleines Löchlein, ja. Und man kann auch, das ist ziemlich praktisch, hier Monitor einstellen. Wenn man das so ist aus, so ist ein. Und dann hört man sich halt selber über die Kopfhörer und weiß sozusagen schon, wie das später klingen wird. My eyes are blind for what I used to see. And my heart is blind for what I used to feel. Everything fell apart, and it was not even your fault. Everything fell apart. Ja, also ich bin jetzt mehr oder weniger fertig mit dem kleinen Stück. Ich habe dafür eigentlich halt im Grunde nur gemacht, was ich euch eben erklärt habe. Also mit Smart Instruments hatte ich hier mit dem Bass eingespielt. Und dann habe ich halt mit diesem Keyboard sozusagen nochmal selber ein bisschen Klavier eingespielt, mehrfach. Am Ende habe ich dann noch Smart Drums dazu getan und dann halt mehrere Audiospuren aufgenommen, mit denen ich dann halt, in denen ich singe. Und ja, das ist, was dabei rausgekommen ist. Kannst du vielleicht nochmal die Spuren zeigen, dass wir nochmal kurz durchgehen? Also ganz oben. Hier ist die Bass, die Bassspur, dann erstes Klavier, da habe ich im Grunde einfach nur die Grundakkorde, so um so ein Gitter zu haben. Mhm. Dann habe ich hier schon die erste Gesangsspur. Die haben wir ja eben gesehen, hast du dann eingesungen, einfach über das Mikro vom iPad. Ne? Und dann darüber hier nochmal eine Klavierspur.
Spur, dann nochmal Smart Drums, dann noch eine Klavierspur. Und ja, dann sieht man hier nochmal die eingesungenen Sachen. Hier habe ich dann auch nochmal einen Hall-Effekt eingestellt. Das kann man auch bei, hier, nachdem man aufgenommen hat, hier nochmal verschiedene Effekte einstellen. Also kriegt die Stimme mehr Raum sozusagen. Genau. Oder eben jetzt weniger, wenn man das Small Room machen möchte. Okay. Kann man sich dann halt angucken, ja. Und den Song hast du selber geschrieben? Hat der auch schon einen Namen? Eigentlich heißt der Strangers. Okay. Also das kommt aus den Strophen dann hervor, die noch nicht wirklich existieren. Ja, Lena, dann vielen Dank für die Erklärung. Ja, kein Problem. Da haben wir hoffentlich viel gelernt und vor allem jetzt Lust bekommen, sowas auch mal selber auszuprobieren. Macht sehr viel Spaß auf jeden Fall, würde ich weiterempfehlen. Ist ja auch nicht so kompliziert. Ist ziemlich einfach. Du kannst jetzt sehr gut singen und kannst auch Musik schreiben, aber man kann auch, wenn man im Prinzip keine Vorkenntnisse hat, da geht schon... ziemlich gut. Also mit den Smart Instruments kann man ziemlich einfach auch selber kleine Sachen machen. Ja. Auch wenn man kein Instrument kann. Ja. Dann vielen Dank an euch auch fürs Zuschauen und viel Spaß damit. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuschauen bei unserer Folge @techtipps heute mit der App GarageBand. Für weitere Tipps und Anregungen für das Lehren und Lernen mit digitalen Medien schauen Sie auch gerne auf der Website excitingedu.de vorbei. Bis zum nächsten Mal.